Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer PixelP, und wir spielen Scrap Mechanic zusammen mit dem Jonas. Hallo. Ja, weil das die letzten Runden etwas einschläfernd war. Also es war halt cool, was wir gebaut haben letztendlich, aber es war halt doch etwas, wie soll ich sagen, doch einschläfernd. Ich denke, das beschreibt es ganz gut. Und ja, deswegen. Man braucht halt immer sehr viel Zeit, wenn man so viel ins Detail geht mit Dekoration und sowas und dem Genau, und Posting. deswegen würde ich sagen, bauen wir einfach mal was ganz anderes. Ich Jetzt habe da sind schon wir eine auch Idee. auf einer neuen Map, weil die alte nämlich zu sehr geruckelt hat, einfach wegen den ganz vielen Teilen. Wir hatten da ja nicht nur den LKW, sondern auch noch das Flugzeug und alles andere. Genau. Wo bist du denn gerade? Ich bin hier, du läufst übrigens gerade komplett in die falsche Richtung, aber mach dir nichts draus. Ja, ich sehe dich ja nicht mal, von daher weiß ich gar nicht, wo die richtige Richtung ist. Warte, geh nochmal zu dem Turm, wo du eben lang gelaufen bist. Also da, wo ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Jetzt bin ich beim Turm. Da, warte, dreh dich mal um. Warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Genau. Ja, hier bin ich. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich gerade nicht, aber ich sehe so eine Kreation von dir. Achso. Ja, das da, die ist von mir. Wer hätte es gedacht? Kann man eigentlich eine Maschine bauen, die springt? Also mit Federung oder so? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Musst du ausprobieren. Aber ich dachte, ich baue ja gerade einfach mal sowas. Alter! Ja! Das klappt voll gut! Jawohl! Warte, ich baue das dir gleich mal nach. Das ist voll geil! Warte, wie hast du es gemacht? Einfach vier Triebwerke unter den Sitz, ne? Ja. Oh, ich bin abgestürzt. Das ist voll cool. Okay, ich muss nochmal kurz aufstocken. Das hat voll gut geklappt. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut klappt. Ja, warte, ich baue das dir gerade nach. Ja, immer alles gleich nachmachen, ne? Ja. Wir können es ja eigentlich auch für zwei Personen bauen, ne? Ja, aber dann haben wir das Problem, dass es dann wahrscheinlich zu allen Seiten umkippt. Ich deutlich schwerer steuern. Oh, mir ist gerade aufgefallen, ich habe die Sachen noch nicht verbunden. Wo haben wir es? Da haben wir es. Zum Aufstocken. So, und dann müssen wir natürlich vorne auch noch ein Triebwerk ranbauen, weil sonst ist es nicht mehr im Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht. Ist jetzt Schweizer geworden, oder was? Gute Kraft. Ein Gleichgewicht. So. Ach komm, wir fliegen einfach mal mit. Juhu! Juhu! Oh shit. Alter, das ist, als würde man Achterbahn fahren ohne Achterbahn. Also so. Ja, einfach nur der Wagen, der rumfliegt. Genau. Jetzt ich hab's gerade geschafft, das Ding exakt auf den Kopf zu setzen und das, obwohl ich nur den Sitz hab. Ja, gut. Das musst du erstmal schaffen. Okay, ich baue aber, glaube ich, das hinten nochmal ab und das nochmal ab. So. Aber ich muss nochmal die Sachen wegmachen. So. Und los geht's! Oh mein Gott! Dafür haben Gronkh und Sarah eine Stunde gebraucht. Vor allem, ich habe das asymmetrisch gebaut und jetzt macht das die ganze Zeit Loopings zu sein. Das ist ziemlich witzig. Ich finde dich niemals wieder, glaube ich. Ja, ich dich auch nicht, aber Hauptsache wir haben unsere Fluggeräte und unseren Spaß, oder? Ich bin gerade wieder da, wo wir gestartet haben. Ja, ich auch. Boah, vielleicht schaffe ich es sogar zu landen. Man müsste noch irgendwie so steuern können, so ein bisschen, ne? Ja, man kann ja
über Knöpfe, also mit den Zahlen. Houston, wir haben ein Problem. Alter, was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist was? Achso, ich kann nichts sehen, okay. Okay, ich komme zurück. Du musst einfach immer nur im richtigen Moment drücken. Ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie viel man daran noch fixen wird, dass man eben für jeden Mist eine neue Welt braucht. Also, wenn man sich auf Steam das Spiel anschaut, dann kann man ja ein paar Videos sehen, wo Leute, also das eine war da so eine Werkhalle oder was das ist, wo sie dann mit Gabelstaplern rumgefahren sind und riesige Hallen gebaut haben. Wo bist du haben. Jetzt eigentlich? Bin ich mal fragen. Ich bin immer noch am Spawn. Ich sehe dich aber nicht. Ja. Also ich bin zwischen diesem Maisfeld oder was das ist und diesem hohen Turm. Ich weiß nicht zwischen welchem Maisfeld und welchem hohen Turm. Ja, am Spawn. Und welchem? So, Moment. Ich such dich gerade mal. Ich kann. Ach da, ich sehe dich. Man, das fehlt noch irgendwie so, dass man. Obwohl, das geht ja sogar. Ich habe gerade eine Überlegung, wie das geht, wie man steuern könnte. Das ist mein Flugobjekt. Ich habe eine Idee, wie ich das machen kann, dass ich steuern kann. Guck mal. So, ja. Ja. Und jetzt? Dann baue ich hier noch Triebwerke ran. So, ja. Jedes Mal. Ja, wo bist denn du? Ich stehe hier also direkt bei dem Ding. Vielleicht, ja, ich sehe das vielleicht Ding, müsstest aber du nochmal neu nicht. Connecten oder sowas, das kann sein. Ja, ist ja auch egal eigentlich. Bist ja hier. Jo, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist meine Idee jetzt, das Ganze noch mit Knöpfen weiter zu steuern. Ja. Dementsprechend also Knöpfe für links, rechts, oben, unten. Sozusagen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist der Grund, wo mich richtig aufgeregt hat, dass Gronkh und Sarazza da aufgehört haben. Denken. Weil sie haben ja so gesagt, oh nein, wir können das nicht weiter steuern. Weil dann haben sie aufgehört. Das war die krasseste Erklärung meines Lebens. So, und jetzt brauche ich eigentlich noch so eine Steuergeräte. Obwohl, nee, die brauche ich glaube ich gar nicht, ne? Bei Knöpfen kann man die einfach so connecten, ne? Ich glaube ja. Ja, wenn sie es nicht drehen muss, eins, dann ja. Bin ich in zwei verschiedene Richtungen. Zwei. Drehen muss. Der kommt nach vorne ran. Der kommt oh, nach hinten ran. Oh, es funktioniert, es funktioniert. Oh, okay. Eins ist links. Wir werden zwei ist rechts. Drei ist vorne Schub und vier ist hinten Schub. Hast du jetzt auch so einen schlauen Zettel gemacht? Nein. Das sieht so lustig aus. Ui. Okay, das wird aber eine Weile dauern, bis ich das steuern kann. Kann ich das eigentlich auch mit... Nee, schade. Mit Numpad kann man das nicht steuern, oder? Nee. Ich hab's nicht ausprobiert. Schade, sonst würde ich es mit Numpad steuern. Weil da hast du ja wenigstens die noch so angeordnet, so ein bisschen. Ja, aber dann musst du halt irgendwie... für die Knöpfe in den Ecken irgendwelche Knöpfe hinbauen, also... Manche von deinen Zuschauern haben das bestimmt verstanden, was ich sagen wollte. Wow. Das ist ziemlich cool, bis man nach 2 Sekunden gelandet und nicht mehr weiterkommt. Ich
weiß leider nicht, in welche Richtung ich mich drehe. Das ist mehr so ein bisschen Zufallsprinzip. Aber es sieht lustig aus. Bin auf deine Reaktion gespannt. Was mir auch noch ein bisschen fehlt, ich meine, wir sind die ganze Zeit, oder ich persönlich bin die ganze Zeit hier nur an mich beschweren, dass irgendwelche Features fehlen, statt das tolle Spiel anzuerkennen. Aber was mir auch noch fehlt, ist Creative Modus, Copy and Paste Funktion. Weil dann können wir einfach zu zweit mit deinem Ding rumfliegen. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht sonderlich schwer nachzubauen. Ja, aber es nervt halt, dann bin ich wieder 5 Minuten locker damit beschäftigt. Ich muss die auf jeden Fall sanfter machen. Die Steuerfunktion, weißt du? Ja, aber ich weiß nicht. Damit die nicht so viel Schub geben. Boah, ist das geil, damit rumzufliegen einfach. So, und jetzt muss ich nochmal... Ich versuche gerade dich zu finden, aber das wird sich wahrscheinlich relativ schwer gestalten. Boah, das funktioniert voll gut. Meinst du auch? Ich fliege gerade locker seit 20, 30 Sekunden. Ich stehe gerade fast in der Luft, ja, mit meinem. Ja, das ist natürlich nice. Kann ich mir ja auch gleich mal ausleihen. Ich stecke gerade im Boden fest, nur noch 2 Düsen schauen auf. Weil ich so heftig gelandet. Oh, ich bin durch den Wind gefallen. Ich steuere gerade, indem ich mit zwei Fingern sozusagen. Was heißt zwei Fingern? Weißt du, ich bin gerade direkt im Prinzip bei WASD so und steuere direkt da drüber schön die. Das ist gerade voll schwer, ich muss mich voll konzentrieren. Ist voll schwer darüber zu reden. Kann man eigentlich irgendwie respawnen oder so? Ich würde dich voll gerne mitnehmen mit dem Gerät hier würde ich dich mega gerne mitnehmen, aber ich glaube, das bekomme ich nicht hin. Nee, geht nicht. Du kannst es mir ja auch mal ausleihen kurz. Problem ist, wie komme ich wieder in die Welt rein? In die Welt rein. Ja, ich bin durch die Welt gefallen. Das ist doof. Jetzt probiere ich gerade. Ich versuche gerade zu landen und das geht echt sauber. Nein, 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 nein. Okay, ich stütze ab. Warum kommt man darf keinen Fehler machen. Es ergibt keinen Sinn, dass mit B auch ins Inventar kommt. Tja. Okay, ich habe auf jeden Fall ein Versuchsobjekt, das mega gut funktioniert. Also ich finde wirklich, dass es mega gut funktioniert. Warte, ich connecte gleich wieder, ne? Genau. Und dann versuchen wir dich mal zu finden und ich überlege gerade, ob man dieses gleiche Ding hier nochmal bauen kann, bloß mit 2 Sitzen. Das wäre, sag ich mal, so die nächste Stufe. Dass ich dich gefunden habe. Genau, ich glaube, ich fange einfach mal an. Mach das mal und wenn du noch nicht fertig bist, wovon ich ausgehe, eigentlich kann ich ja so lange mit dem anderen Ding rumfliegen. Dann sehen das zwar deine Zuschauer nicht und in dieser Folge wollten wir eigentlich was Witziges für die Zuschauer machen, aber komm, ich darf auch mal. Ah, jetzt sind wir wieder bei meinem abgestürzten Ding. Eins weiterbauen. So. Wo bist du gerade? Rand, Mitte, ungefähr? Ach, du bist da, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, oder? Nee, ich bin jetzt gerade... Das ist doof, hier sind 3 Türme. Ich bin hier gerade bei so Felsen, die so im Halbkreis angeordnet sind und so wie so Spieße aus dem Boden ragen. Okay, ich baue mir kurz ein Fahrzeug, um rüberzufahren. Ja, du weißt doch nicht mal, wo das ist, oder? Ja, deswegen baue ich mir ein Fahrzeug, weil ich werde das jetzt nicht alles laufen. Ja, aber ich meine, das wird dir trotzdem nichts helfen, das wollte ich damit sagen. Ja, dann kann ich halt rumfahren, weil das ist dann immer noch deutlich schneller. Jetzt kann ich kein Luft placen, was soll das denn?
Ich versuche gerade, das hier noch schöner zu gestalten. Ich weiß natürlich nicht, ob die Schubkraft ausreicht. Weißt du? Ja. Aber sonst kann man ja die Triebwerke an sich noch höher stellen. Sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ja, das stimmt, die sollten halt dann nur gleichmäßig höher geschaltet werden. Aber das mit dem Triebwerk höher stellen, das kannst du gut verwenden, auch um so feine Anpassungen zu machen, wenn du irgendwie einen Fahrersitz einbaust oder so, der ja nicht gleichmäßig das Gewicht verteilt hat. So. Okay, ich habe hier immer noch jetzt... Jetzt tüfte ich hier schon wieder an irgendwelchen neuen Erfindungen, weißt du? Aber es hat einfach so gut geklappt und deswegen dachte ich mir, das musste machen. Ja, macht ja auch Spaß. Und dann kann man zu zweit damit fliegen und das wäre halt voll cool. Hast du irgendeinen riesigen hohen Berg in deiner Nähe? Ich habe einen, was heißt riesig hoch? Ja, es geht. Also nicht unbedingt direkt in meiner Nähe, aber ja. Ja, okay, aber jetzt nicht so den allerhöchsten von der ganzen Map. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Auf dem stehe ich gerade drauf. Ich weiß halt nicht, welches der allerhöchste auf der ganzen Map ist. Der, wo der eine Affe ist. Ist der so felsig? Ja. Weil ich habe hier auch einen in der Nähe, der halt felsig ist. Okay. Das ist echt schwer bei dem Spiel sich zu finden, ne? Ja, hast du so einen Gastank, wo so ganz viele Rohre rauskommen in alle Richtungen? Nicht direkt bei mir, ne. Wieder nicht. Okay, wieder nicht. Ja, ich hätte das Flugzeug mitnehmen sollen. Also das Fluggerät, nicht das Flugzeug. So, hier muss ich das ganz runterstellen. Wieder zur Lenkung. Das hier muss ich wieder ganz runterstellen zur Lenkung. Ich bin ja gespannt, ob das klappt. Das muss ich wieder ganz runterstellen zur Lenkung. Und das muss ich wieder ganz runterstellen zur Lenkung. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Okay, und jetzt muss ich das nur wieder mit den Knöpfen connecten. Du unten irgendwo oder oben? Ich mache einfach zur Symmetrie die... Wow. Ich bin unten, also ich bin recht weit unten. Das ist eine ziemlich platte Fläche, deswegen konnte ich hier ganz gut hingehen. Okay, dann bin ich, glaube ich, gleich da. Nee, aber wenn ich so ein Thema mal kurz ansprechen kann, ist interessant, wie solche Spiele wie diese hier sehr erfolgreich werden, gerade durch sowas wie YouTube. Mhm. Dann gibt es sehr viele andere Spiele, die überhaupt nicht erfolgreich werden. Was, wenn man sich das mal so vorstellt? Warte. So. Dann muss ich das hier wieder connecten. Hinten geht dann... Hä? Also ich sehe gerade eine große Wiese mit... Achso, doch hatte. ...mit einem felsigen Berg in der Nähe, wo zwei Türme sind. Zwei Türme weiß ich nicht. Ich muss gerade eben erstmal die anderen Triebwerke alle connecten. Achso, ja, sowas ist nervig. Ja. Drei Türme sehe ich sogar. Ich sehe, glaube ich, auch drei Türme, wenn ich mich nicht täusche. Die Sache ist bloß die Türme sieht man wahrscheinlich von vielen Positionen aus. Aber ich sehe dich. Du siehst mich. Ah, das ist gut. Flieg mal kurz mit diesem Teil hier rum. Ja, ich bin jetzt übrigens auch mit dem Zweier fertig. Ich höre dich, aber ich... Ach, da ist er. Ja, ich habe keine Ahnung von der Steuerung. Dann okay, wir probieren es gerade nochmal hier. Muss machen? Linken sitzen. Nee, du brauchst gar nichts machen. Du hast okay, da gar keine Steuerung. Ich auch. Warte, ich zoome mal kurz ganz weit raus. Das ist genial.
Das macht Spaß. Voll, das klappt mega gut, die Steuerung. Warte, man muss nur immer erstmal den richtigen Knopf finden. Ich bin mir recht sicher, dass wir damit ganz gut nach oben kommen. Aber ich glaube, es gibt keine Obergrenze. Oh doch, ich glaube, wir haben sie gerade gefunden. Ich glaube auch. Gerade wo du das sagst, aber wir sind perfekt hier direkt ganz oben. Ja. Hey, wir haben ein perfektes Fluggerät gebaut. Wenn wir jetzt noch ganz landen, wenn wir das schaffen. Ja, lass dich einfach mal fallen. Fallschirme sollte es geben. Ja, das stimmt auch schon. Gleich Kirby Space Program schreiben. Vor allem ein Spiel nicht schreiben. Man sieht gar nicht, dass man fällt, wenn man nicht gerade nach unten schaut und man hört nur dieses Geräusch und man denkt sich, ah, es geht also nach unten. Jetzt sind wir natürlich direkt über diesem Felsdings da. Ja, genau, da müssen wir uns mal ein bisschen. Ah, Mist, das war die falsche Taste. Warte. Scheiße, wir bewegen uns in so einer. Wir sind in einer Drehbewegung. So. Den habe ich wieder gefangen. Das ist echt voll cool. Finde ich jetzt persönlich. Auf jeden Fall. So, jetzt nur noch landen. Am besten auf dem Stein. Perfekt. Läuft, oder? Nice, das ist ein echt geiles Teil. Ja, vor allem, das ist so easy gebaut einfach. Ja, und sind die Turbinen alle gleich? Die Steuerungsturbinen sind auf ganz schwach gestellt. Okay. Aber alle anderen auch stark. Ja, ihr habt es ja in der Aufnahme gesehen, also wenn ihr das nachbauen wollt, könnt ihr natürlich einfach machen, Rodeo. Das macht doch einfach echt Spaß. Rodeo. Geht bei dem Kleinen aber noch besser. Vielleicht schaffen wir es ja hinzufliegen zu dem anderen. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ja, wobei, der müsste eigentlich da vorne irgendwo sein, oder? Ja, okay, wo sonst hin? Sonst ist der Zong. Nein! Oh! Bisschen Stunts hier, jawohl, so läuft das. Ja, vor allem das liegt so elegant, als würde es da so schweben einfach. Ja, genau. So, nicht zu krass machen, die Neigung. Guck, da hinten ist es. Das andere. Ja, ich sehe es ja. Das müssen wir nur noch hinkommen. Man hört nur dieses Geklicke von dem Tasten. Ja. Ja. Irgendwie müssen wir ja steuern. Oh oh, zu weit. Ja, für den Rest nehmen wir ein Taxi. Ah, ne? So, ist okay. Jawohl. Oh. Okay, aber jedenfalls das andere, was du auf den Kopf gesetzt hast. Ey, ich kann nichts dafür, du hast die Steuerung gebaut. Warte, ja, wie wenn ist man das da mit drin 1, sitzt? 2, 3, 4 und dann irgendwie auf gut Glück, ne? Ja, ich wollte nur ausprobieren, was das macht. Also ich überlege, wenn ich rechts, das andere vorne nehme, ne? Ja. Das andere Fluggerät. Ja. Kann. Plötzlich ist er weg. Pom. Voll geil. Oh, hast du das gesehen? Er macht's einfach. Ich weiß nicht, wiegen Menschen? Also. Nee, das macht kaum was aus. Fällt mir gerade auf. Weil ich fliege jetzt gerade mal mit dem Zweier so ein bisschen allein rum. Boah, das funktioniert so geil einfach. Ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so geil hinbekomme. Das Schlimme ist. Dass ich es nicht hochbekomme, das Teil. Oder was ist das Schlimme? Man schießt. Okay, was? Okay, sie soll es ja eh nicht, aber. Das ist das Schlimme an dem Teil. Das Schlimme daran, das Schlimme daran ist, dass es einfach mal sofort cooler ist als der LKW.
Und wir dafür gerade mal jetzt 25 Minuten gebraucht haben für Entwicklung plus Umsetzung. Plus damit Spaß haben und das. Ja, genau, das ist schon fast ein bisschen traurig. Ja, aber das funktioniert einfach so gut. Ja. Das funktioniert einfach so gut. Ja, ja. Tja, ich würde sagen, jetzt müssen wir da nur noch irgendwie so Räder oder sowas dran machen, damit man das als normales Fahrzeug verwenden kann und dann einfach abhebt. So, ach nee, schon wieder im Stau. Also. Genau. Aber ich würde sagen, um das zu machen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Scrap Mechanic. Also bis dahin, Leute, haut rein und ciao. Tschüss.